Tomb Raider. PC, PS3, Xbox 360. Kaum eine Videospielserie wurde, zumindest gefühlt, so häufig neu aufgelegt wie Tomb Raider. Doch egal wie oft es auch versucht wurde, an die Glanzzeiten der ersten Teile konnte nie wieder wirklich angeknüpft werden. Genau dies soll nun aber endlich wieder klappen. Und zwar mit einer jüngeren Lara Croft als jemals zuvor, einer großen und teilweise offenen Spielwelt, einer Portion Uncharted und erstmalig einem Multiplayer-Modus. Ob das jedoch reicht, um sich wieder auf Augenhöhe mit Nathan Drake zu bringen, wird wohl erst die Zeit zeigen. Oder ein neues Musikvideo der Ärzte. Many know the legend of Kratos, the mortal turned god who brought down the very walls of Olympus. God of War Ascension, PlayStation 3. Dass Kratos nicht tot zu kriegen ist, mussten nicht nur die griechischen Götter höchstpersönlich das ein oder andere Mal erfahren, auch der Spieler bekommt dies seit 2005 immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Mit God of War Ascension geht es dieses Mal allerdings weiter zurück in der Zeit als jemals zuvor und wir erleben einen etwa 10 Jahre jüngeren und weitaus menschlicheren Griechen, der gerade erst seine Frau und sein Kind ermordet hat und nun mit seinen Sünden kämpft. Wer darüber hinaus mit Kratos schon immer einmal anderen Spielern eins auf die Mütze geben wollte, kann dies nun auch endlich in einem Multiplayer-Modus tun. Kilo to control. Some grub riding a monster just wiped out every rifle at the museum. Gears of War Judgment, Xbox 360. Zeitlich vor der Gears of War Trilogie angesiedelt, kämpfen Damon Baird und Augustus Cole ihren Kampf, um die Stadt Halvor Bay vor ihrem Untergang zu retten. Das Kilo Squad stellt sich mächtigen und neuen Gegnern. Mit dem Declassified Mission System erlebt man Spielabschnitte jedes Mal anders. Und schließlich und endlich kommen zum ohnehin schon umfangreichen Multiplayer noch neue Modi hinzu. Monster Hunter 3 Ultimate, 3DS, Wii U. Monster Hunter 3 Ultimate erscheint Ende des Monats für die Wii U und den 3DS auf dem europäischen Markt. Das Besondere an der Erweiterung des beliebten Wii-Titels sind die versprochenen Zusatzinhalte, die wöchentlich kostenlos zum Download angeboten werden sollen. Laut Capcom sollen sich die Event-Quests stark vom Hauptspiel unterscheiden und die Spieler wöchentlich bei der Stange halten. When the Eaters came down on us, we never heard anything about them. The Walking Dead Survival Instinct. PC, PS3, Wii U, Xbox 360. Die Zombies sind wieder auf der Jagd und ihr seid das Ziel. Mit The Walking Dead Survival Instinct kommt nun das zweite offizielle Spiel zum beliebten Zombie-Franchise auf den Markt. Während Telltale sich an die Comicvorlage hielt, wird sich der Titel aus dem Hause Terminal Reality auf die Charaktere Daryl und Merle Dixon aus der AMC-Serie konzentrieren. Doch was erwartet die Brüder neben Walkern auf ihrem gefährlichen Weg nach Atlanta? Ab dem 22. März könnt ihr euch die Antwort erkämpfen und erschleichen. Seed of the Prophet shall sit the throne. And drown in flame the mountains of man. BioShock Infinite. PC, PS3, Xbox 360. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. In BioShock Infinite erkundet ihr als Booker DeWitt die fliegende Stadt Columbia auf der Suche nach Elizabeth. Doch eure Suche und ihre Befreiung setzen Dinge in Gang, die fataler sind, als sich jeder vorstellen konnte. Ein Krieg zwischen drei Fraktionen entbrennt und mittendrin sind Booker, Elizabeth und ihre übernatürlichen Kräfte, die anfangen, Columbias Existenz zu bedrohen. Wie wird der Konflikt ausgehen? Wird Elizabeth auf die Erde zurückkehren? Ab dem 26. März könnt ihr es herausfinden. Bring us the girl
and wipe away the debt. Cartel, move! Go, go, go! Army of Two, The Devil's Cartel. PlayStation 3, Xbox 360. Da aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, bekommt auch die Third-Person-Shooter-Serie Army of Two nun einen weiteren Auftritt spendiert. Anders jedoch als in den Vorgängern ballern sich die Spieler dieses Mal nicht mit den beiden alten Bekannten Tyson und Elliot durch Gegnermassen, sondern mit Alpha und Bravo, zwei neuen Mitgliedern der Tactical Worldwide Operations. Der Weg der beiden führt sie in The Devil's Cartel nach Mexiko und mitten hinein in einen großen Drogenkrieg. Und den gilt es irgendwie wieder einzudämmen. Hey, you like Lego City? You should come check this out. Lego City Undercover, Wii U. Die Spiele mit den bunten Plastikbausteinchen kennt inzwischen wohl so ziemlich jeder. Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Herr der Ringe, sogar Batman und Fluch der Karibik bekamen ihren eigenen Lego-Titel verpasst. Jetzt kommt etwas völlig anderes und doch so Vertrautes. Das Open-World-Game Lego City Undercover. In der Rolle von Chase McCain müssen wir Lego City vom Superschurken Rex Fury befreien. Das Konzept mit eigenem Plot, dem Lego-eigenen Charme und Witz und einem Hauch von GTA fühlt sich erstaunlich gut an und verspricht jede Menge Spielspaß. Chase. Chase McCain. Chase McCain? You're a legend! Sly Cooper jagt durch die Zeit. PlayStation 3, PlayStation Vita. Der diebische Waschbär und seine tierischen Kameraden sind zurück. In Sly Cooper jagt durch die Zeit schlüpft ihr erneut in die Rolle des Meisterdiebes Sly Cooper, der dieses Mal Reisen durch die Zeit unternimmt. Denn ein mysteriöser neuer Feind hat damit begonnen, Slys Vorfahren einen nach dem anderen auszuradieren. Kann der begabte Waschbär sich und seine Vorfahren retten? Oder wird seine Geschichte ein jähes Ende finden? Der 27. März wird es zeigen, denn dann erscheint Sly Cooper Jagd durch die Zeit.